So Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal hier. Ganz besonders, ich habe hier Scheiße gekauft und was wir jetzt hier vorhaben, verrate ich euch noch gar nicht. Aber es wird was anderes als klassischer VW-Content. Wir haben heute den 30.07., also hier wird ein bisschen Zeit ins Land gehen, bis das alles steht. Unser Plan ist jetzt erstmal das Geraffel hier ausladen, was ich hier gekauft habe. Dann eine kleine Bestandsaufnahme und dann gucken wir mal weiter, ne? So Leute, mittlerweile ein Tag vergangen, hier steht das Motorrad. Und ja, was soll ich sagen, um das soll es gerade gar nicht lange gehen, aber ihr könnt vielleicht schon erahnen, worum es geht. Der ein oder andere von euch kennt ihn vielleicht noch. Unseren guten alten, unseren richtig schönen guten alten Eddie, Alter. Unser Rasenmähertrecker hier in der Halle, ne? Und ihr habt ja vielleicht gesehen, wie wir hier versucht haben, mit dem Ding ein bisschen zu fahren und sowas. Hat zu wenig Leistung, macht keinen Spaß. Das ist einfach untermotorisiert. Das Ding muss jetzt zerlegt werden, damit wir das irgendwie paaren können mit diesem Motorradmotor. Das ist übrigens ein Tausender, ne? 100 PS und geöffnet soll das Ding knapp 150 PS haben. Ich bin richtig heiß, so. Wir brauchen jetzt einen großen Rahmen da unten unter und all sowas. Aber erstmal jetzt zerlegen. Mucke ab, Leute, und wir schrauben auseinander. So Leute, guck mal, wir sind hier am Motorrad dran. Jetzt die Dinger hier werden angebaut. Fleißiges Team. Oh, und das Ding zuckelt, Alter. Hier am Joke dran. Ach, du bist aber am Gashahn dran. Ja, der war gerade eben schon mal richtig da, ne? Kein Sprit mehr, oder was? Komm, soll ich mal hier? Das dreh ich, Alter. Ja, auf jeden Fall hat er Bock. Wir haben keinen Sprit mehr, ihr könnt das vergessen. Aber sollen wir die anderen nochmal dicht machen schnell? Da ja, sind überall so eine Löcher. Ach so, ja, dann wir geben nochmal Gas. Also, aber der hängt schon hart am Gas, der Junge, ne? Der hat hier drüben auch noch Löcher, die müssen wir aber dicht machen. Ja, gut. Ja. So, Leute, guck mal. Gestern habt ihr noch gesehen, wie der Bock hier das erste Mal lief. Geil angesprungen, fettes Ding, kann ich euch sagen. Ja, gleich wollen wir den erstmal nach vorne holen, weil heute geht's auf jeden Fall damit weiter, dass wir hier so ein bisschen diese ganze Plastikscheiße abbauen. Alles so ein bisschen freilegen, hinten das Ende abschneiden und so. Und nebenbei wäre es auf jeden Fall auch ratsam, hier den Motor und sowas, das ganze hintere Stück von Eddie, quasi wieder ins Regal zu räumen, wo es vorher stand, dass das von der Werkbank ist, dass wir Platz haben. Nur den Sattel, wie gesagt, den würde ich nachher gerne bei dem Kart selber oder bei dem Rasenmähertrecker, was auch immer das ist hier, bei diesem Monsterprojekt hier. Würde ich gerne den Sattel da verbauen, genauso wie vorne rum das ganze Teil. Da muss also gleich noch die Vorderachse raus, da haben wir letztens auch schon fleißig losgelegt, konntet ihr im Porn da schon ein bisschen sehen. Guck mal hier, da oben sind jetzt noch so ein paar Schrauben hinter, da kommst du richtig beschissen rauf da. Das muss quasi noch ab. Ja, hier drüben auch. Und dann kann man die ganze Vorderachse hoffentlich rausnehmen. Das muss heute auch noch passieren, dass quasi von Eddie der da ist mit der Lenksäule und so. Und dann habe ich mich auch schon gekümmert und habe einen Rahmen besorgt quasi. Also ein bisschen Material, dass wir einfach mal so das Grundgestell bauen können. Aber ja, das lohnt nicht mehr und fangen das heute noch an und holen das ab. Wir haben damit erstmal noch genug zu tun und mit dem Motorrad da hinten. Dann seht ihr die Tage, wie wir quasi hier noch das alles einmal auf der Werkbank platzieren. So der Plan. Also Leute, wir geben Gas. Bis gleich. Wegflexen hier. Oder kommen wir an die ran? Welche denn? Die Achse? Ne, die beiden Schrauben hier. Müssen wir gucken, ob wir rankommen oder ob wir wegflexen. So Leute, guck mal. Hier, Jaske und ich haben Eddie freigelegt. Der Junge steht jetzt hier. Ah, komplett frei, ohne Vorderachse, ohne alles. Wir haben schon mal den Sitz ausgerichtet. Nochmal den Scheinwerfer eingebaut, wie geil Eddie eigentlich aussieht. Ja, wir hatten eigentlich überlegt, wir wollten den Sitz hier richtig tief setzen, das Lenkrad komplett umsetzen, dass die Lenksäule da so rauskommt und ja, so schräge rüber geht. Aber wir haben uns irgendwie dafür entschieden, dass das ein Rasenmähertrecker bleiben soll und die Optik, wie er da jetzt steht, quasi beibehalten werden soll. Ich würde am liebsten nachher die Karosse noch ein bisschen kippen, dass er ja nicht gerade steht, sondern wirklich so eine vorne Keilfahrwerk hat. Das könnte er gut vertragen, aber ich denke, das kriegen wir alleine durch die Reifen nachher hin. Und dann müssen wir sowieso Achsen alle bauen. Ja, jetzt ist das Motorrad hier mal vorgeholt. Es läuft ja. Und wir kümmern uns jetzt schon drum. Wir machen langsam hier die ganze Elektrik frei, schrauben alles ab, dass der Kabelbaum ja hier rausgefummelt werden kann, die ganzen Clips weg. Ja, so, dass wir hinten das Heck mal freischneiden können, würde ich
gerne dieses Wochenende noch schaffen. Aber ja, mal sehen. Ich muss nämlich auch noch von dem roten, von dem Vari hier hinten, muss ich noch das Video fertig schneiden. Hier steht das Ding, fertig getüft quasi. Wartet jetzt nur drauf, angemeldet zu werden. Aber wenn das Video online ist, dann ist Philipp genau eine Woche schon unterwegs mit dem Vari. Wenn alles gut läuft, mega Auto geworden. Gut, Leute, weiter hier an dem Projekt. So, Leute, nächster Tag, ne? Und es soll fleißig weitergehen. Guck mal hier. Ich habe gestern alles hier hinten rausgeruppt. Ganze Plastikscheiße da unten in die Grube geworfen. Und jetzt kann's abgehen hier. Vorne auch alles ein bisschen freigelegt, so. Die Gabel muss raus. Hier, das muss abgeschnitten werden. Die ganzen Kabel müssen wir hier vorsichtig, behutsam alles auf den Motor rauflegen. Ja, dass wir das hier raufkriegen, ne? Guck mal, Eddie hier mit Blinkern, Alter. Das könnte natürlich auch was werden, ne? Man hat ja die ganze Technik. Also, Attacke. Jetzt hier abschneiden und so. So, hier dieses Heck, ne? Abgeschnitten. Nicht mehr drauf. Alles frei. Jetzt müssen wir halt sehen, ne? Vorne raus, damit das werden kann und so. Oh. Wunderschönen guten Tag. Ey, ich bin unterwegs und wir holen Material ran für Eddie. Wir brauchen ein paar vernünftige Träger. Ich habe da was organisiert. Mein Chef hat da noch was rumliegen gehabt. Da sind wir jetzt auf dem Weg hin. Wir sehen uns gleich. Leute, Phil und ich hier, mega fleißig, haben wir den ganzen Scheiß einmal runtergeschnitten. Gutes Team sind wir beide, ne? Haben wir schnell gemacht, finde ich. Ja, und jetzt packen wir das nochmal eben schnell auf den Trailer rauf, bringen das rüber zur Halle und dann sehen wir uns gleich wieder. So, und angekommen an der Halle, jetzt liegt hier unser gutes Material für Eddie bereit. Richtig geil, also hier großen Dank auch an meinen Chef da. Also jetzt wollen wir mal gucken, dass wir die langen Träger hier ein bisschen auf Länge geschnitten kriegen, dass wir das hier mal an Eddie rangepuzzelt kriegen. Ja, das habt ihr auch noch nicht gesehen, wie er jetzt hier so auf der Werkbank steht. Und so soll er am Ende sein. Das Ganze ist jetzt so bis Felge hinten, sind das irgendwie 220 oder so. Das ist nachher so die Länge, was das ganze Gefährt haben will. Wir haben den Motor auch nochmal kurz angerissen, jetzt wo alles abgeschnitten ist und sowas. Das Ding rennt, hängt am Gas. Hier müssen wir mit Luftfiltern natürlich noch worken, so. Aber da wollte Malte was organisieren und das macht er dann bestimmt auch. Guck mal, hier, das wird nachher wahrscheinlich irgendwie so die Sitzposition. Da kann man schon, wir haben uns mal raufgesetzt. So kann man schon sitzen. Vorderachskonstruktion muss natürlich auch. Und dann muss der ganze Laden logischerweise auch noch ein bisschen hoch. Aber das sehen wir gleich nochmal, wenn wir hier die Träger auf Länge gebracht haben. Und dann stellen wir das nochmal mit den Trägern alles zusammen auf der Werkbank hin. Dass man mal so ein Gefühl für das Ganze kriegt. Das muss ich heute noch haben, wisst ihr? Ja, bis gleich, Leute. Leute, jetzt ist dieses Video hier vorbei. Also, wir haben Eddie jetzt erstmal so weit vorbereitet, dass wir weitermachen können. Haben hier das Material rangeholt, haben hier überhaupt das ganze Moped rangeholt. Eddie zerlegt und alles. Wir haben gut was geschafft. Das waren jetzt so 2 Wochen, die wir hier nebenbei halt was gemacht haben. Gab ja auch noch andere Sachen zu regeln, ne? Der Typ 3 war noch nicht ganz fertig und all so ein Spaß, also der von Philipp. Guck mal hier die Geschichte an. Jetzt kann es weitergehen. Wir müssen uns jetzt Gedanken machen, hier eine vernünftige Konstruktion zu bauen und sowas. Falls euch das interessiert, schaltet auch gerne wieder rein, wenn wir hier Eddie
ready bauen, ne? Genug Material haben wir hier noch liegen. Daran soll es nicht scheitern. Es geht weiter. Guck mal, falls euch aufgefallen ist, neues Schild hängt da vorne auch. Ja, und dann könnt ihr auch da drüben wieder fleißig gespannt sein. So viel Spoiler ich hier gerade mal. Wir bereiten uns vor für die große Fahrt nach Belgien. Spa kommt, also ja, guckt gerne in das nächste Video rein. Leute, vielen Dank fürs Einschalten und tschüss, ne? Macht da was draus. Teil das oder so. Zeig mal einen, interessiert das doch bestimmt so Rasenmäher-Trecker-Kram, wa? Gut, ciao. Das freut mich, dass die ganze Antenne aus dem Vergaser, Alter. Ja, geht aber gleich an. Gib mal die Gasser. Wir haben ja jetzt einen richtig schönen Gashahn installiert. Da ist er rausgerutscht in der Gashahn wieder. Ja, das Ding am Lenkrad. Ja, jetzt halt's Eddie los. Hier hinten müsst ihr wissen, unser Todmacher, die altbekannte Reißleine. Ich glaube, Eddie hat's noch nicht so richtig hier, ne? Da flitzt der Junge, Alter, Alter.